Ich werde euch jetzt was erzählen, okay? Aber bitte nicht ausrasten. Also, ich bin absolut kein Gamer. Hey, hey, entspannt euch. Zumindest spiele ich kein Fortnite. Nein, also ehrlich jetzt. Ich bin, obwohl ich so ziemlich in der Gamer-Generation geboren bin, überhaupt kein Gamer. Ich habe auch nur ein paar Spiele auf meinem PC, unter anderem CSGO, Ark, Frostrunner, Minecraft, Apex Legends, was ich noch kein einziges Mal in meinem Leben angerührt habe, und noch so ein paar andere, die ich jetzt aber nicht erwähnen möchte, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Um es mal in Spielstunden zu fassen, ich habe in Ark 28 Stunden, in CSGO 3 und in Frostrunner nur 39 Minuten. Das ist verdammt wenig. Ich sollte aber dazu sagen, das sind nur die Spiele, die ich auf dem PC hier, mit dem ich auch gerade das Video schneide, gespielt habe. Und den habe ich tatsächlich erst seit rund 4 Monaten. In meinem ganzen Leben habe ich natürlich deutlich mehr Stunden gezockt und auch viel mehr Spiele. Da wäre zum Beispiel noch Minecraft, was ich damals auf einem mittlerweile echt ranzigen Laptop gespielt habe. Also wirklich, vor 2, 3 Jahren ging der noch klar, aber heutzutage kann ich da überhaupt nichts mehr drauf spielen. Das Ding läuft schon nach einer Stunde heiß und ich sag's euch, wenn das hier ein amerikanischer Militärchat ist, dann hört sich der Laptop von der Lautstärke ungefähr so an. Aber egal, in seiner Primetime lief das Ding noch gut und ich habe extrem viel Minecraft gezockt. Also wirklich richtig viel. Ich kann zwar meine Spielzeiten nirgendwo nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Minecraft mindestens 1000 Spielstunden reingesteckt habe. Es hat damals auch wirklich noch Spaß gemacht. Damals, als die Schwitzer nur auf bestimmten Servern unterwegs waren und als man die Angel noch zum Fischen benutzt hat. Das waren Zeiten. Ich glaube, es gab noch nie ein Spiel, das mir insgesamt so viel Spaß gemacht hat wie Minecraft. Ansonsten gab es noch ein paar Konsolen, die in meiner Lebzeit so an mir vorbeigezogen sind. PlayStation 4, Nintendo DSi, Game Boy Color und auch mein Handy. Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich tatsächlich viel auf meinem Handy gezockt. Man muss aber auch zugeben, es gibt teilweise schon ziemlich gute Handyspiele. Zum Beispiel Arcane Legends oder Arena of Valor. Aber insgesamt und besonders heutzutage in einem Alter von 16 Jahren zocke ich kaum noch irgendwas. Womit das zu tun hat, ist wohl unterschiedlich. Zeit und Geldmangel hat was damit zu tun, aber ich will jetzt nicht alles darauf schieben. Ich meine, wenn ich wirklich Bock auf ein Spiel habe, dann kaufe ich es mir. Egal, ob die Umstände nicht perfekt sind. Ich denke mal, ich bin einfach kein Gamer. Ich habe zwar schon unglaublich viele Serien gesehen und ich bin, so traurig es auch klingt, ein ziemlicher YouTube-Suchti, aber in Spiele stecke ich einfach nicht so viel Zeit rein. Trotzdem gab es aber Games, die ich wirklich überkrass gesuchtet habe. Spiele, die mich so gefesselt haben, dass ich vergessen habe zu schlafen, zu essen, zu scheißen. Ich habe sogar teilweise vergessen, mir den Lurch zu wirken. Ihr wisst schon, die Kanone zu entladen, den Biber zu melken, das Schwert zu schwingen, den Tiger zu... Es war wirklich krass, wie manche Spiele mich in ihren Bann gezogen haben. Eins dieser Spiele war Ark Survival Evolved. Es ist nicht mal lange her, dass ich damit angefangen habe, das zu spielen. Ich habe zwar früh wieder damit aufgehört, aber hey, ich hatte eine echt geile Zeit damit. Für alle, die nicht wissen, was Ark ist, ich werde es euch jetzt auch nicht erklären, aber grob gesagt bist du dort auf einer einsamen Insel und um dich rum sind überall Dinosaurier. Nette Dinosaurier, böse Dinosaurier und verfickt nervige Dinosaurier, nach denen keiner gefragt hat. Na du scheiß Wichs. Im Großen und Ganzen ist Ark so ein perfektes Spiel. Du kannst dir eine Base bauen, craften, Dinosaurier zähmen und. Die Möglichkeiten sind dort echt unbegrenzt und dieses Open-World-Feeling ist einfach nur faszinierend. Aber Leute. Ark hat sich für mich erledigt. Versteht mich nicht falsch, das Spielprinzip ist übergeil und es hat auch so unglaublich Bock gemacht. Aber Ark hat sich's bei mir einfach komplett verkackt. Wisst ihr, wenn du ein Videospiel erstellst, dann achtest du drauf, dass die Steuerung einfach ist, dass die Grafik gut aussieht, dass es möglichst flüssig läuft, aber vor allem achtest du darauf, dass das Spiel fair ist. Und Ark ist das absolut nicht. Wisst ihr, ein Kollege und ich haben das für unseren kleinen Server gehabt. Wir haben extrem viele Stunden in eine nice Base, starke Waffen und vor allem in das Zähmen unserer Dinos investiert. Wir hatten einen Triceratops, einen Stegosaurus, einen Pteranodon, mehrere von diesen Dingern hier und sogar Raptoren. Ja, wir hatten Raptoren. Und glaubt mir, die waren so verdammt schwierig zu zähmen und haben uns richtig viel Aufwand gekostet. Aber hey, wir waren extrem stolz auf unseren Spielstand und wir wussten, das kann uns keiner nehmen. Aber haha, falsch gedacht. Irgendwie komplett aus dem Nix sind auf einmal zwei von diesen Dingern hier 30 Meter neben unserer Base gespawnt. Für alle, die nicht wissen, was für Dinos das sind Spinosaurier. Die könnten uns, unsere Base und unsere Dinos in 20 Sekunden zerfetzen. Dann wären wir gefickt gewesen, dann könnten wir komplett von neu anfangen. Nur zur Info, ein T-Rex ist nix gegen diese Teile. Wenn das hier Kakashi ist, dann ist das fucking Madara, versteht ihr? Aber hey, keine Panik schieben, immer schön entspannt bleiben. Wir haben es tatsächlich nach gefühlt 10 Stunden geschafft, diese Spinos von unserer Base wegzulocken. Es hat keinen Spaß gemacht, wir sind oft verreckt, aber wir haben es geschafft und unsere Welt war gerettet. Doch dann, Leute.
Doch dann... Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Kam auf einmal, als wir gerade dachten, wir wären sicher so ein Ding um die Ecke. Wenn ich weiß, was das ist ein Alpha-Raptor. Der hätte mit diesen zwei Spinosauriern Baseball gespielt, okay? Ich meine, dieses scheiß Ding war Level 37, wir hatten absolut keine Chance. Wenn das hier Madara ist, dann ist dieser Alpha-Raptor so ein Goku mit 10.000-fache Kaioken. Wir waren komplett trapped und ich sag's mal so, dieser Wichser hat jeden einzelnen unserer verschissenen Dinos umgebracht. Einen nach dem anderen. Das war kein Kampf, das war eine Exekution und wir mussten dabei zusehen. Und als dieser Bastard mit unseren Dinosauriern fertig war, hat er uns immer und immer wieder gekillt. Immer und immer wieder. Wir sind respawned, zack, tot. Und das 10.000 Mal. Wir haben einfach alles verloren und das nur, weil so ein scheiß Alpha-Raptor aus dem Nichts gespawnt ist. Komplett ohne irgendeine Logik, einfach aus dem Nix, rein zufällig direkt neben unserer Base. Das war der Punkt, ab dem wir absolut keinen Bock mehr auf Ark hatten. Und obwohl wir es sogar in Kauf genommen haben, neu zu starten, ist das alles irgendwie im Sand verlaufen. Und schlussendlich haben wir Ark nie wieder angerührt. Seitdem habe ich auch kein Spiel so wirklich wieder aktiv gezockt. Also wirklich gar nichts. Aber mittlerweile habe ich schon wieder Lust, irgendein Spiel anzufangen. Wie ich ja in einem Video vor ein paar Wochen gesagt habe, freue ich mich richtig hart auf Pokémon Schwert und Schild. Aber auch das vor kurzem erschienene Sekiro sieht halt übelst nice aus und es ist genau das, worauf ich momentan Bock habe. Ich meine, schaut euch das mal an. Einfach sicker Japan-Shit. Da werde ich ja richtig willig, meine letzten 60 Euro zu verballern. Aber gut, das soll es von mir gewesen sein. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was für Spiele ihr momentan am Zocken seid und ob ihr euch selbst als Gamer bezeichnen würdet. Ansonsten würde ich sagen, genug gelabert. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Ciao.